Willkommen zu einem neuen Part von Pokémon Feuerrot. Wir spielen wieder weiter, sind gerade wieder auf einer großen Trainerroute, werden hier die ganzen Trainer bekämpfen, dann viele Pokémon fangen und höchstwahrscheinlich uns dann mal den Fahrradcoupon holen. Ob wir das alles heute schaffen oder auch das noch im nächsten Part machen müssen, das wird sich dann heute alles herausstellen. Im letzten Part hat Debile auf Level 26 Donnerblitz erlernt und wie wir sehen, ist diese Attacke monstermäßig stark. Also das ist echt nicht schlecht. Kann man definitiv mitnehmen. Joa. Radfratz ist auch ein Vollidiot. Und paralysiert sich erstmal. Wird aber diesen Donnerblitz eh nicht überleben. So, zack, ist auch weg. Ich überlege auch manchmal so bei diesen Trainerrouten vielleicht die Kampfanimation auszuschalten. Damit man da ein bisschen schneller vorankommt, aber joa. Ich überlege da noch. Ich werde es, glaube ich, mal jetzt mal machen. Aber falls wir dann in die Arenen kommen oder mal in Team Rocket fight, dann werde ich die Kampfanimation natürlich direkt wieder anmachen. Ich werde sie jetzt erstmal ausschalten. Dann geht es ein bisschen schneller vorbei. Aber ja, müssen wir halt nochmal gucken. So, nächster Kampf. Er verlegt hier gerade Kabel. Ja, hoffentlich Glasfaser. Unser Internet zum Beispiel ist nicht mehr so stabil, wie es eigentlich mal war. Ja, keine Ahnung, was bei uns los ist. Also wir haben jetzt von... Ich weiß gar nicht, was das jetzt ist. Telekom zu Vodafone gewechselt. Und das Problem ist, dass unser Internet ist jetzt richtig, richtig krass. Aber das Problem ist, dass diese große Geschwindigkeit nicht stabil gehalten werden kann. Und deswegen, schaffen wir das irgendwie nicht, stabiles Internet zu haben. Stabiles und schnelles Internet. Und ich habe gar keinen Paraheiler mehr, merke ich gerade, weil, ja, der Arenaleiter von der dritten Arena hat dich bestimmt fünfmal paralysiert in einem Kampf, deswegen habe ich da, glaube ich, einen ganzen Parade eingesetzt. Ja gut, ist jetzt nicht so schlimm, ich denke mal, da kommt jetzt eh nicht mehr viel. Geil! Magnetilo, ja komm. Also Donnerblitz sollte da, glaube ich, auch ausreichen. Außer der hat irgendwie so eine Absorptionsattacke. Absorptionsfähigkeit. Ja, das hat mich schon damals verwirrt, warum Elektropunkte paralysiert werden können, aber... ist irgendwie so. Jetzt ging, glaube ich, auch gleich die AP von Donnerblitz aus. Also so habe ich irgendwie das gerade im Gefühl. Och nee, das kann doch jetzt nicht sein, dass der drei Magnetilos hat, oder? Ach, wisst ihr was? Wir wechseln, glaube ich, einfach zum mal zu Mankey. Oh, jetzt setzt aber keine Donnerwelle ein. Sonst... okay. Mankey, du bist schneller, ne? Und kannst ihn one-hitten. Ja. Er hat die Fragen ungefähr beantwortet. So, die bei Level 27. Mankey kriegt auch ein bisschen was. Okay, Magneton kommt jetzt sogar. Ja, ob Mankey da schneller ist, weiß ich nicht. Und ich dachte eigentlich, den... ich dachte, den setzt der dritte Arena-Datei ein. Überlebst du das? Nee. Okay. Dann halt nochmal die bei. Keine Ahnung, Slam. Als ob das so wenig abzieht, Bro. Reicht doch. Ja, also ich hab's euch schon mal gesagt. Ja, also werde ich mich jetzt gerade selber töten. Also wie hart kann eigentlich Verwirrung selbst hitten? Wie kann das so viel Schaden machen? Es ist unglaublich. Okay. Sehr interessant.
sehr interessant, was jetzt passiert ist alles. Wow. 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 Wie schlecht er spricht. Ja, Digga, also nee, das kann doch nicht wahr sein! Digga, das ist doch jetzt nicht mal deren Ernst! Unfassbar, so, und wenn jetzt ein Pflanzen-Pokémon kommt. Okay. Boah, ey, meine Fresse. Also, damit hätte ich nicht gerechnet, dass uns das hier so einen Stress zubereitet. Meine Fresse, ey. Okay. Choyanes. 1300 Pokédollar, eige. Also, die Route lohnt sich ja mehr als... Weiß nicht was, das ist ja krass. Ja gut, dann werden wir jetzt mal ein bisschen Backtracking machen. Wir werden jetzt nämlich ein paar Pokémon fangen, die ja bisher auf den Routen so verfügbar waren. Und ja, dafür holen wir uns natürlich ein paar Pokébälle, ein paar Superbälle. Ich denke mal, Superbälle brauchen wir eh nur 3, 4 kaufen, weil die Pokémon, die Pokémon, die bisher aufgetreten sind, sind jetzt nicht so wild. Also es gibt noch gar keinen Superball. Ja, okay, dann kaufen wir mal 20 Pokébälle. Ist ja ziemlich günstig. So, aber warte mal, ich habe ja keinen Paralyzer mehr, Kollege. Kaufen wir mal 8. Aufwecker haben wir auch genug noch. Eisheiler, ja, guck mal, noch 3. Schutz. Haben wir auch mehr als genug. Haben wir auch genug. Die normale Tränke verkaufst du nicht mehr? Ja, sag mal. In welchem luxuriösen Shop bin ich denn hier gelandet? Ja, krass, okay. Gut, dann, falsch gelaufen. Dann fangen wir mal an. Das erste Punkt, was wir uns holen, ist, Dings Rattern. Ja, was hältst du aus? Ein Karateschlag? Ja, sehr gut sogar, wow. Wickel zieht uns jetzt nicht so viel ab. Hauptsache, du vergiftest uns nicht. Oh, nochmal Karatschlag. Und dann sieht das doch ganz gut aus. Oh, bitte vergift uns nicht. Okay. So, und dann der erste Pokéball. Bleib einfach drin. Dann haben wir keinen Stress. Perfekt. Okay, weiter zum nächsten Pokémon. Der nächste ist Traumato. Ein Psycho-Pokémon. Brr. Achso, okay, ging daneben. Hier noch ein Kratzer, das soll es überleben. Geil. So, wir sind wieder bei Traumato. Ja, dann Pokéball. Perfekt. Okay, wir werden jetzt aber auch mal durch den Diktatunnel durchgehen. Der ist nämlich hier. Oder Diktas Höhle. Genau. Und hier gibt es auch natürlich Diktas. Das werden wir uns auch nochmal fangen. Dun, 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 dun. So, ich glaube, hier gibt es tatsächlich, glaube ich, nur Diktas. Praktisch, oder? So, hältst du einen Kratzer aus? Nein. Ich dachte eigentlich, dass normale Attacken da nicht so effektiv sind. Egal. Ja, was setzen wir da ein jetzt gleich? Mankey können wir eigentlich nochmal einsetzen. Vielleicht hält er ja einen Kampfattacke aus. Bin mir jetzt aber auch nicht sicher. Guten Morgen. Oder hältst du eine Kratzfurie aus? Nee, jetzt nicht sein Ernst. Jetzt Schaufel ein.
Boah, Mankey, Alter, was hast du eigentlich für schlechte Stats, Bro? Boah, also ich glaube, Dicta wird uns jetzt hier nicht Probleme machen. Komm, werf jetzt einfach. Wer hätte das gedacht? Boah! Ja, komm, Kratzer, komm, den hältst du aus. Ja! Boah, danke. Ehrenmann. Pokéball drauf. Jetzt bleiben sie drin, bitte. Danke. Nun sind wir. Okay. So, Dicta ist dann auch da. Auf Bills PC abgelegt. Sehr schön. Und dann raus hier. Wir kommen nämlich dann auf Route 2 raus. Oh, komm, mal kurz vorspulen. Nein, was mache ich denn? Oh, nee, ne? Alter. Ich will jetzt eigentlich keinen Schutz einsetzen. Komm, hallo, wie lang ist denn das Ding hier? Es ist unter der Erde gestorben. Wow, wie brutal. Hallo? Hä? Ich habe das nicht so lange in Erinnerung. 29, okay. Im Feldzone ist das Stockdunkel furchtbar gruselig, wenn nur ein Pokémon mit einem Blitz für Licht sorgen könnte. Ja, da gehen wir auch nochmal hin. So, wir sind jetzt hier auf Route 2. Sehr gut. Ist auch immer nötig. Danke, Paras. Und hier gibt es natürlich auch wieder ein paar Pokémon. Mal gucken. Wir haben schon das nächste Opfer. Radfratz. Bitte bleiben Sie drin. Wow! Wer sind Sie? Bleiben Sie drin. Digga! Hallo! Was ist denn hier los hier? Jetzt Radfratz Level 3. Sie verarschen? Hallo! Ja, wollte schon sagen. Ja, scheiß die Wand an. So, ich hatte jetzt auch noch mal ein bisschen im Vertania-Wald gefangen. Und mit dieser Anzahl Pokémon, ich weiß jetzt nicht, wie viel wir haben, also man braucht mindestens 10, bekommt man tatsächlich auch eine neue VM. Und zwar von diesem Kollegen hier. Hallo, ist du nicht? Ich bin Professor Eisers, denn wenn du mindestens 10 verschiedene Pokémon gefangen hast, habe ich ein Geschenk für dich, VM 5. Also, wenn du hast 10 verschiedene Pokémon gefangen, ja. Super, du hast 5 verschiedene Pokémon gefangen. Einfach klasse, hier, das hast du dir richtig verdient. VM 05. Mit der vollen Blitz kannst du dann selbst die dunkelsten Höhlen erhellen. Ja, danke. Joa, und jetzt kann man eigentlich wieder den Weg zurück machen. Also gehen wir auch mal wieder zurück. Nämlich holen wir uns jetzt das Fahrrad und dafür müssen wir wieder durch die Dicta-Höhle. Ja, also ich glaube, wir können einfach sagen, wir sehen uns gleich am Ende der Dicta-Höhle. Okay, endlich raus aus dem Dicta-Tunnel. Und dann müssen wir auch jetzt wieder einen kleinen Gewaltmarsch anlegen. Was machst du eigentlich hier? Bei Route 2? Okay, da müssen wir dann wirklich nochmal Ausschau halten. Aber jetzt erstmal noch nicht. Jetzt müssen wir erstmal zurück nach Azuria City. Dort kriegen wir nämlich endlich das Fahrrad durch den einen Fahrradcoupon jetzt hier in Urania City. Und ich freue mich drauf. Ich freue mich endlich. Dann können wir schön rumcruisen. Und ja, dann hätten wir es auch. So, Azuria City. Und dann, warte mal, wie viele Minuten sind wir eigentlich? Ah, 14:22. Boah, zum Glück ist es noch nie passiert, dass wir über 15 Minuten waren, ne? So, ich wollte euch nämlich noch ganz schnell das zeigen, wie das Fahrrad funktioniert. Zack, 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 zack. So, warte mal, wie viele Minuten jetzt? 14:37. So, das ist ein Beutel bei den Basis-Items. Und dann am besten... Ah ja, ist das unten? Dann am besten auf Select tun und dann kann man es immer direkt aufrufen und dann fahren. Ja, Leute, im nächsten Part geht's weiter. Ciao.